Jetzt kommen ja schon mal die ersten getunten Fahrzeuge hier rein. Eine schöne BMW, ein VW Golf. Wie gesagt, hier die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr. Also wir sind pünktlich da angekommen in Biberach und geht bis 18 Uhr. Bis 18 Uhr, okay. Also ich habe jetzt hier ein richtiger Oldtimer-Fan oder wie sagt man dazu? Also Autoliebhaber, jetzt habe ich es und ich habe ihn gefragt, ob ich ihn mit ins Internet reinsetzen darf, finde ich toll. Ja. Darf ich zu dir du sagen? Ja klar, selbstverständlich. Wie heißt du? Patrick ist mein Name. Also Patrick. Von der Vehicles-App, genau. Ah ja gut, okay. Genau. Jetzt kommen schon mal welche Fahrzeuge. Ne? Okay. So, jetzt kommen jede Menge Autoliebhaber. Meine Tochter kennt sie besser aus als ich. Ich bin da nur Laie, aber sie ist der Profi. Könnt ihr auch haben. Oh ja, ich danke. Cent beim nächsten Tanken sparen. Okay. Hast du unsere App schon drauf? Also was? Unsere App? Nee, noch nicht. Noch nicht? Noch nicht. Da wird Zeit. Ja, da sind alle Treffen nämlich drauf. Ja. Sie ist bei Instagram? Ja. Bei Instagram. Ah ja, okay. Sie traut sich halt immer nicht so richtig. Oh ja, das ist doch nicht so schlimm. Du hast ja auch einen eigenen Instagram-Kanal, ne? Oder Instagram, so heißt der richtig. Schon ganz schön viele Fahrzeuge hier.
kannst schon reingucken, wenn du willst. Die bleibt noch ein bisschen stehen. Ja, okay. Ja. Klar, die Abgase sind nicht so angenehm, aber das nehmen wir halt in Kauf, ne? Thank you.
Also mit dem Wetter haben wir heute wunderbar Glück gehabt. Und was wollen wir noch mehr? Wenn Engel reisen, lacht der Himmel. Und ich denke, dass wir heute einen schönen Tag haben hier bei uns oder hier in Biberach. Zum Sonntag, den 28. April 2024. Das muss ich mal die Werbung da von dem einen Autofan filmen. Biberacher Car Days. Natürlich ist das nicht mehr 2020, sondern jetzt 2024. Ne? Okay. Und ich habe auch von den jungen Leuten hier grünes Licht gekriegt, auch sie mit ins Internet zu setzen, weil das ist eine öffentliche Veranstaltung und dann darf ich das machen. Kira, 7 Autos. Ja. Lass mal ein Stück.
fahren. Hier wird es eingelost, da müsste noch Platz sein. 10 Euro. Alles klar? Was? Okay. Dann einfach hier. Sehr schönes Auto. Wir haben uns Fahrerseite Spenden oder wir uns Beifahrer. Entscheidend, wir werden nicht zu fahren.
Fahrrad euch, oder? Ja. Ist das Fahrrad euch, oder? Nein. Das Highlight ist halt mein Spielzeugteppich. Also ich habe jetzt so einen Eigentümer von seinem Ford Mustang hier in Biberach getroffen. Ich mache ein Video für YouTube und er tut mir mal sein Fahrzeug genauer erklären. Ich bin da mehr so Laie, aber meine Tochter, die hat da Ahnung. Und ich denke, du als Eigentümer von einem Fahrzeug wahrscheinlich auch, ne? So viel Ahnung habe ich gar nicht. Ja, aber? Ich habe den gekauft, das ist mein Schätzle. Ja. Und ja, so ist. Ich muss sagen, das sieht ja gut aus, dein Fahrzeug. Übrigens auch von den anderen, wie soll man sagen, Hobby. Sammlern oder wie man so sagt, Autoliebhaber. Autoliebhaber. Ja, ihr macht das wirklich wunderbar. Ich war übrigens letztens bei der Veranstaltung in Böblingen dabei, bei der Motorworld, am 21. April diesen Jahres. War auch sehr schön. Und dem Wetter haben wir gerade so Glück gehabt und so sieht es auch heute aus, hier bei uns in Biberach. Anders kann es gar nicht sein. Ist es möglich, dass du mal die Motorhaube aufmachen kannst? Bloß wenn ich es mal aufmache. Dass ich mal reinfilmen kann. Ich weiß gar nicht, wie der von innen aussieht. Ne? Das wäre nett von dir. Ah, super Fahrzeug. Ne? Wie viel Zylinder und wie viel Kubik und was hat er? Natürlich ein V8. Ja, okay. 5 Liter. Ja. Aber bloß 150 PS. Das reicht. Automatik. Naja, oh, klasse Fahrzeug, du. Wirklich schön. Und vor allen Dingen sieht es auch sehr gepflegt aus. Und du hast auch neue Reifen drauf, wie ich sehe. Gell? Ich war erst beim TÜV. Ah ja. Und Grunderdienst. Aber es gab keine Beanstandungen soweit, ne? Ja, ich hatte sogar eine Bescheinigung, ja. Dass er besonders gut gepflegt ist. Ah, das ist, sieht man ja auch, ne? So wie der Fahrzeugbesitzer, der ist auch sehr gepflegt, ne? Der ist mittlerweile auch 74, gell? Oh, naja. Ist halt mein Hobby. Aber du siehst eher aus wie 62, würde ich sagen, sowas. Dankeschön. Das ist ein Kompliment, gell? Danke. Und bist du eigentlich immer bei solchen Veranstaltungen mit dabei? Eigentlich immer wieder, aber mein Sohn ist auch dabei, ja? Und der hat mich da animiert, dass ich da mitfahre. Ah, das ist klasse. Ja. Und wie lange pflegst du dein Liebhaber-Hobby hier mit Fahrzeugen? Schon in jungen Jahren. Ah ja. Denn alles möglich. Ich bin mehr so Eisenbahnliebhaber und bin durch meine Tochter hier mit dazugekommen. Und was ich sagen wollte, mein Bruder, der hat sich ein alter Opel Kapitän wieder so restauriert, dass der aussieht wie neu. Ja. Und der hat auch Ahnung, der hat mal bei einer bekannten Firma hat er gelernt. Und der war ein guter Mechaniker und der hat alles sich herbeigeschafft, die Originalersatzteile, und hat sie alle neu aufgearbeitet und dann wieder eingebaut in seinem Kapitän. Der braucht natürlich dann immer eine rote Nummer. In meiner Jugend, die haben die Opel Kapitän schon kennt, ja. Mit 2 Kardanwellen. Ja. Und vor allen Dingen, der hat die Originalfarbe sich wieder neu lackieren lassen. Ja. In Beige war das, glaube ich, gell? Ja, ja. Beige, Gelb, so was. Ja, in der Richtung. Naja, okay, also ich möchte mich erstmal recht herzlich dafür bedanken, Dankeschön. Dass du mir grünes Licht gegeben hast, dass ich dich auch mit reinsetzen kann ins Internet. Und wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Ich danke dir auch, danke, gell? Merci gleichfalls, gell? Ciao. So, das hat mich jetzt gefreut, dass ich da so einen Liebhaber seines Ford Mustang habe fragen dürfen, ob ich ihn mit filmen darf. Und vor allen Dingen, ich habe es ja gerade eben erwähnt, dass ich ihn mit ins Internet setzen darf. Es gibt halt doch noch gute Autoliebhaber hier in Biberach. So, jetzt habe ich hier nochmal einen Autoliebhaber gesprochen. Ich habe da weniger Ahnung. Was heißt, meine Tochter kennt sich ja besser aus, aber ich... Das ist jetzt ein Dodge Ram. Ja. TRX, das ist so das Flaggschiff mit dem Hellcat-Motor. Ja. Hat Serie 712 PS. Oh. Der hat jetzt 770, der ist schon wirklich gemacht. Ja. Und sonst, ja, ein verstellbares Fahrwerk. Ja. Also Head-Up-Display hat eigentlich alle Annehmlichkeiten drin, aber man so braucht. Du bist gleich aufgefallen, wo du da reingefahren bist, du. Also super, vor allen Dingen deine Werbung, wo du machst. Road Crew.
Oberschwaben. Oberschwaben, ja. Das ja. sind so 8-9 Leute. Und ja. fahren alle, also die ganze Gruppe hier kehrt dazu und fahren alle Amis. Ja, klasse. Ich habe es nicht genau aufpasst. Wie viel Kubik hat das Fahrzeug? 6,2 Liter. Boah, 6200. Wahnsinnig, toll. Und Verbrauch liegt so, wenn man reell und ehrlich ist, 22 Liter aufwärts. Aha. Also das nimmt er sich schon. Wenn man normal fährt, 22 und wenn man Spaß will, auch mehr. Ja, und wie gesagt, du kannst dir das anschauen, das Video, über YouTube. Okay. Mit meinem Namen Detlef Fröhlich Videos. Kannst du das merken? Oh, ich hoffe es. Ich habe keine Karte dabei. Wir waren letztes am Sonntag, den 21. in Böbling. Da war es auch schön. Am 20. Ja. Da wollte ich eigentlich auch noch, aber hat er nicht. Das ist alles drin im Hintergrund. Ja, lädt gerade so. Ja, danke schön. Alles klar, okay. Gehen. Mm-hmm.
Den haben wir mal gehabt. Die machen jetzt hier das Verdeck weg von dem schönen, wahrscheinlich 325er BMW. Nein, 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 kannst du mir das mal erklären, wie viel Kubik und PS dein Schlitter hat hier? 2,8 Liter, aha. Knapp 200 PS, Sechszylinder-Sauger. Und was ist vom Baujahr, wenn ich frage? 95, glatt aus dem Fahrrad. Also, das sieht ja aus wie neu. Da. Hast du gut gemacht. Übrigens, du kannst das Video im Internet anschauen. Ich bin YouTuber. Okay. Wenn du willst. Wie heißt du auf YouTube? Detlef Fröhlich Videos, kannst du anklicken. Wir waren letztens auch in Böblingen dabei. Mhm. Meine Tochter und ich. Und war sehr schön. Wir waren am Sonntag, den 21.04. da. Und da sind auch zwei Videos drin im Internet. Ne? Okay. Wie nochmal? Detlef Fröhlich. Videos. Ja, Fröhlich. Detlef Fröhlich. Fröhlich. Ja. Mit Videos geht es am schnellsten. Und muss sagen, hier auch dein Fahrzeug und auch die anderen Fahrzeuge. Also ihr habt sie schön gepflegt. Okay. Meine Tochter, die steht hier mehr so auf. Auf Ami. Ja. Ja. Da kannst du auch mal ein bisschen mit dazu sprechen. Die ist immer so schüchtern, weiß nicht warum. Ne? Finde ich klasse, meine Tochter darf sie mal reinsetzen. Na komm Leonie, trau dich! Ja, jetzt setz sie doch mal rein. Der ist meiner, aber das ist seiner. Aber du stehst an der Abgabe. Nee, ich mag auch diese. Ja, setz sie doch mal rein. Ja, klar. Vielen Dank erstmal. Ne? Aber kein Kratzer reinmachen, ne? Ich saß in so vielen Autos drin. Naja, nein. Aber ich glaube, der weiß das, der Autoliebhaber, ne? Dass du aufpasst. Boah, das ist ein super Schlitten, wirklich. Das wäre jetzt ein richtiger Traumwagen, oder? Leonie. Aber so gepflegtes Fahrzeug wie du hast du. Super, wirklich. Dann müssen wir auch das Fahrzeug mal von hinten aufnehmen. Klasse, du. Ist das die Erstlackierung? Nein. Der wurde vor 3 Jahren nachlackiert. Ach du, aber du, das sagen wir, der sieht ja aus wie vom Band, vom Fließband. Frisch neu. Also wirklich, Leonie ist schon alles, oder? Ja. Na, das ist aber nicht von ihm. Du. Darf ich fragen, wie heißt du? Fadi. Dankeschön. Okay, naja, sie hat sich auch bedankt. Und vielen, vielen Dank nochmal, ich sage es immer wieder. Und, danke. So, okay, haben wir das Fahrzeug drauf und klasse hat er das gemacht. Toll. So, jetzt habe ich ja nochmal so einen Ford Mustang-Liebhaber gefunden. Der tut meiner Tochter das erlauben, dass sie sich da mal in den schönen blauen Ford Mustang reinsetzen darf. Ne? Also Leonie, du darfst mal reinsitzen. Ne? Vielen Dank. Ne? Aber kein Kratzer reinmachen. Ne? Ne? Setz dich rein. Ah, ja. Ah, ja. Kannst du mir noch erklären, wie viel Kubik und PS und Baujahr? Baujahr 2022, ja. Und PS 450. Ja. Genau. Du, ist das die Erstlackierung? Ja. Nächsten Winter habe ich aber vor, den polieren zu lassen tatsächlich. Du, aber da brauchst du ja nichts mehr polieren lassen, der steht doch schon da wie neu, ne? Ja, aber trotzdem, die Farbe verzeiht halt gar nichts. Ja, aber ein paar Kilometer und man sieht halt alles. Tolle Farbe, du, alles klasse, du. Ja. Ist es möglich, dass du vielleicht nochmal Motorhaube aufmachen oder sollen wir es lassen? Können wir auch machen. Oh, kannst du es mal machen? Ja, aber dann müsst ihr hin. Ja. Leonie, super, dass der. Oh, der darf schon mal starten. Okay, dann. Ah, sie traut sich hinter. Vielleicht kannst du auch noch, wenn es möglich ist, noch mal den Motor laufen lassen, oder? Ja, deswegen habe ich Gang gerade. Ah, danke dir. Ja. Einfach mal auf den Knopf. Der Motor halt, die
jetzt hat es den Knopf. Sie traut sich jetzt so richtig. Sally? Ich habe gerade einen Kollegen gefragt, ob da mal meine Tochter reinsitzen darf. Ne? Vielen Dank. Weil ihr. Oh, ihr habt ein super gepflegtes Fahrzeug, du, wirklich. Du, was mir gut gefällt und meiner Tochter sehr gut gefällt, ist die Lackierung, du. Ja, ja. Blau siehst du selten. Boah, was schöne Farbe, du. Also wirklich. Kannst du mir gerade mal das mit dem Motor erklären, wenn es irgendwie möglich ist, oder? Ja, er hat da mehr Ahnung, das ist sein Auto. Ach so, dann ist gut. Ja, ja. Ja, erklärt man es euch. Ich habe ihn gerade vor. Übrigens kannst du es im Internet anschauen, gell? Ja. Du weißt Bescheid. Na, Leonie, bist jetzt glücklich, oder? Du, ich finde es so klasse hier von ihm, von dem Besitzer des Fahrzeugs. Ne? Okay, ich würde sagen, das reicht, Leonie, oder? Oder willst du noch? Da, weißt du, er hat da noch was anderes vor, gell? Alles gut. Gell, also. Wir sind gerade hier angekommen, wir haben Zeit. Ja, ja. Den ganzen Tag. Aber du wolltest mir noch ganz kurz das erklären mit Kubik und PS. Kubik hat er 5000. Ja. Genau, und PS 450. Ja, und was hast du gleich für ein Baujahr nochmal? 22. Baujahr 22. Ja. Boah, du da. Klasse Modell. Darf ich wenigstens fragen nach dem ungefähren Neupreis, was kostet? Regulär meine ich jetzt. Regulär zwischen 60 und 65. Oh. Nach der Ausstattung. Ah, ja. Da war eine Tageszulassung mit 10 Kilometer, da ja. Habe ich noch 50 bezahlt. Ah ja, super, klasse. Genau. Aber ich wollte dich jetzt auch nicht so alles gut, indiskret ja. Fragen, aber ich habe gedacht, wollte nur Neupreis wissen, was er so in der Regel kostet. Ne? Alles gut, ich bin also. Dafür alles offen. Und dann nur noch mal ganz kurz, wenn ich mir hier noch mal, hast du mir ja gerade erklärt, aber ich filme halt noch mal in den Motorraum rein. Ne? Wie viel kommt der von 0 auf 100? Von 0 auf 100? Das habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Macht nichts. Aber auf jeden Fall sprintet er ganz schön ab. Ne? Er zieht wahnsinnig, ja. Ah, ja, das ist klar, der haut sich in den Sitz zurück, dann wenn du da ja, mal richtig. Es drückt einen ordentlich rein, ja. Wenn ihr mal freie Fahrt habt, ne? Genau. Okay, also ich möchte mich mal bedanken dafür, gell? Kein Problem. Und wenn du wieder zumachst, dann kann ich dich noch mit filmen, ja. Wie er dann wieder mit zugeklappter Motorhaube aussieht, ne? Ja, der alte ist also vielen, vielen Dank, ne? Kein Problem. Gut. Leonie, aufpassen, gell? Ja. Ja. Weil ich hasse es auch, wenn man sein. Ich habe ein Multivan, wenn man das Fahrzeug irgendwo abstellt, man nimmt extra eine größere Strecke in Kauf mit dem Parken und dann hauen sie den trotzdem an. Ne? Ich glaub, das Frage, ist der, bist du nur auf YouTube unterwegs? Ich bin eigentlich nur Hobbyfilmer auf YouTube. Ah, okay. Aber wie gesagt, ich habe erst 240 Videos drin, hauptsächlich von Eisenbahn, Europapark Rust. Schlösser und Burgen, weil wir kommen von der Tuttlinger Gegend. Und Konstanz-Kreuzlinger Feuerwerk ist drin. Und viele, viele mehr. Und halt jetzt auch von, dank meiner Tochter, hier habe ich jetzt mehr Möglichkeiten, auch mal solche Sachen zu filmen. Nicht nur Dampfzüge und so weiter. Ne? Ja. Okay, also nochmal danke dir. Gell? Warum tust du jetzt die Menschen auf die Arme? Leonie, guck mal, der hat hinten einen Grill und alles, so super. Ja, wahnsinnig schön. So, meine Tochter, was hat sie gesagt? Nein, Papa, nicht. Ja, okay. Ich bin gerade. Was ist das für einen Kia, gell? Ja, die hä? Ah, ja, da steht einer. Da ist nochmal ein Toyota. Oh. Boah, der sieht klasse aus, du. Herrlich. Boah,
die Farbe, du willst. Willst du auch mal reinsitzen? Warum denn? Ich frage doch. Das ist der bestimmt. Warte, ich frage. Moment. Ich habe jetzt auch den Norman hier gerade auf seinem gemütlichen Klappstuhl gesehen. Ich wollte ihn eigentlich nicht stören, wo er gerade da reingebissen hat, seinen Apfel. Aber ich wollte halt nur, dass meine Tochter mal in seinen schönen Toyota reinsitzen darf. Und er macht es. Das finde ich klasse. Und meine Tochter ist halt immer ein bisschen schüchtern, aber... Ah, Leonie, also. Ja, und aufpassen, Leonie, ja? So. Und da habe ich zwei Top-Modelle Toyotas hier. Ein Supra und dann nochmal ein Supra. Einer in Rot und einer in... Was ist das für eine Spezialfarbe? Das ist eine Folierung. Wie heißt das? Das ist eine Folierung. Aha. Genau. Boah, das sieht klasse aus, wirklich. Der ist original schwarz-metallig. Ja. Leuchtet matt. Ja, und was für Baujahr ist es? 2019. Also da, wo er rauskam. Ja. Also. Ich wollte es nicht so indiskret sein, aber was kostet der normale Neupreis? Du musst nicht sagen, was deiner kostet, aber Neupreis, was kostet du eigentlich? Ja, 2019 hat er 65.000 gekostet. Aha. Und jetzt sind sie mittlerweile bei fast 70.000 angekommen. Aber du, klasse, wirklich. Was mir gut gefällt, das sind Breitreifen denn, oder? Oder was ist das für eine Sorte? Die Michelin-Reifen da? Normal sind 19 Zoll, ja. Jetzt habe ich halt 20 Zoll Felgen aufgemacht. Und das musst du alles eintragen lassen, gell? Den Brief, ja. Fahrzeugbrief. Alles oder? Einzeln abgenommen und ja, ja. War kein toll. Problem. Gutachten war ja dabei, von ja. daher. Es fing mir meine Tochter nochmal mit, wie sie da drin sitzt, okay? Danke auf jeden Fall mal. Ne? Klasse, Leonie, guck mal. Ja, warte, ich pass auf, dass ich nirgends hängen bleibe hier. So, jetzt. So, guck mal das Fahrzeug an hier. Ha? Hält man die beiden Hände ans Lenkrad? Ja, mach doch mal. Ah, sie traut sich nicht. Gell? Und lass dir deinen Apfel weiter schmecken. Achso, meine Adresse wollte ich noch geben, gell? So, dann. Was für ein Typ? Miagra heißt es? Ein Miata MX. Ah, Miata, okay. Und kann der auch beide Scheinwerfer wechselweise, ja, mal links, nicht. Mal rechts, hoch und runter fahren? Kommt drauf an, ob der Mod drin ist oder ja. nicht. Jetzt mal fragen, wo der Miata-Fahrer ist. M4 BMW, ja. Sieht schön aus. Sollen wir weitergehen? Ich habe gefragt, ob der Miata mir gehört. Hey. Also der Timo hat mir auch wieder gesagt, ich darf das ins Internet reinsetzen, weil meine Tochter großes Interesse an Motorrädern hat. Und er erklärt mir das jetzt. Ist das deine Maschine, wo läuft? Nein, genau, richtig. Wie viel Kubik hat das Ding da? Das ist 1299. Aha. 1600 Kubik. Aha. Hat 215 PS. Ja. Ist optimiert. Ja. Und was für ein Baujahr ist das? Baujahr 2016. Oh, ziemlich neu. Für 8 Jahre sieht es aber aus wie neu, ne? Aber die Kilometer sind bei 57.000. Ah, 57.000, was? Leonie, hast du gehört? Die traut sich nicht. Ja, ich weiß nicht, was sie immer hat. Die hat so ein Faible nach Motorrädern. Wenn ich mit ihr mit dem Auto fahre, weil sie ist ja 16, die schaut sie nach Motorrädern um, natürlich auch nach so getunten Fahrzeugen und so weiter. Ne?
Aus dem Grund sind wir jetzt hier in Biberach zu dem großen K-Treffen. Natürlich sind auch viele schöne Motorräder dabei und das ist schon eine tolle Sache. Ich wollte das nachher noch sagen wegen dem Kanal. Moment. Thank you.